Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe World of Tanks Replays. Heute sind wir sogar zu dritt. Ich Yay. Natürlich dabei und auch Rampage und die Killerkanäle. Und wir schauen uns ein Match an mit dem T50 vom Turtle Fighter, der uns netterweise ein Replay geschickt hat. Und zum T50 kann sicherlich der All Rampage und die Killerkanäle was sagen. Ja, T50, sowjetischer Scout-Tank der Stufe 4, wurde verändert, kam früher vor dem T50-2, wo er herkam, keine Ahnung, mittlerweile steht er vor dem T34, ein Medium-Tank, also er läuft auf die Medium-Reihe raus und nicht mehr auf die Scout-Reihe. Den Nachfolger des T50-2, den MT-25 heißt der, glaube ich, den kann man ja jetzt nur noch über den KV-1S freispielen. Ja, komisch, ist aber so. irgendwie kommt er mir ein bisschen langsamer vor, wie er als schon war. Ja, ich glaube, die haben den da mal mit irgendwie einem Update mal ein bisschen runtergepatcht. Haben die den aber gut, er fährt ja immer noch rund 50 Sachen, ne? Also. Ja, aber ich meine, der ist früher, glaube ich, über 60 gefahren, ne? 72 ist er gefahren, glaube ich. Ne, 72 glaube ich nicht. 72 war der T50. Er war langsamer als der T50, aber er war, glaube ich, in der Beschleunigung etwas schneller. In der Beschleunigung war er ziemlich schnell sogar. Also ich habe ihn ja gespielt, den T50. Und muss sagen, er hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist halt immer, ja, er ist halt ein Scout, ne? Schnell weg, wie man es kennt. Aber wenn man ihn richtig spielt, wirklich, kann man damit einiges reißen. So wie jetzt unser Kollege hier. So, ja, aber da hat er verschossen. Noch kurz zum Match, während er hier schon den gegnerischen T50 einheizt. Wir haben es eine Tier 6er Runde. Der T50 natürlich Tier 4. Somit, ja, gucken wir mal, was geht. Ist natürlich ein Scout. Und jetzt. Ja, hier Artgenossen-Battle, ne? Ja, der Artgenossen. Wobei der andere T50 hier überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Abwander geschossen. Ja. Ja, was man sieht jetzt halt auch hier deutlich, er hat jetzt 7 Mal schon getroffen, den anderen T50. Und hat halt nur, in Anführungsstrichen, nur 360 Schaden gemacht. Also merkt man, dass das Geschütz halt jetzt nicht hier für viel Schaden ausgelegt ist. Also wenn man 7 Treffer machen muss, um 360 Schaden zu reißen, ne? Ja, das ist halt schon heftig. Und also ich denke halt mal, Scouts müssen halt wirklich den Schaden durch Aufklärung machen, ne? Im Prinzip. Ja, eigentlich leben die davon. Es gibt wenig, die jetzt irgendwie so richtig Schaden machen können. Ich glaube, der Ami-Scout, der, wie heißt denn der, M25 Schoffi oder so, der hat, glaube ich, das beste Geschütz, soweit ich weiß. Der macht, glaube ich, 150 Schaden mit einem Schuss. Und das ist übel. Ja. Ja, wobei, der Ding ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Der VK von Deutschen, wenn man das kurze Geschütz drauf macht. Das habe ich auch schon öfters gesehen. Ja, ist in so Clan-Runden auf jeden Fall ein sehr beliebter Panzer, weil man da einen Schütz drauf machen kann mit, ich glaube, einem 10-5er ist es, mit 350 Schaden. Und mit Premium-Munition schießt es dann doch 150 Durchschlag oder so. Und das als Gaul ist schon ziemlich gut. Da kann man doch den ein oder anderen Schaden einpacken. Ne? Jetzt reißt er gerade die Arti auf. Ja, unser Turtle Fighter ist jetzt schon zur Arti vorgefahren. Hat auch kaum Schaden bis jetzt kassiert, also läuft richtig gut für ihn. Hat schon 2 Kills, ist auch nicht schlecht für einen Scout. Und jetzt kann er ja den AMX noch aufs Korn nehmen. Die nächste Arti. Ja. Das ist schön, wenn man durchkommt, den Scout zu der Arti, das ist immer ein Traum. Ich würde ihm allerdings vielleicht empfehlen, wenn er durch die Gegend fährt mit seinem Panzer, dass er das automatische Zielen verwendet. Weil sobald sich die Gegner nicht bewegen, was die Artis jetzt hier jetzt nicht getan haben, ist das ziemlich hilfreich. Da verschießt man relativ weniger, wackelt nicht so rum, dadurch ist es auch genauer. Also, ja. Kleiner Tipp von uns am Rande. Kann man mal. Ich habe mir das automatische Zielen irgendwie mal umgelegt und jetzt weiß ich nicht mehr, auf welcher Taste es liegt und ich brauche das so wenig. Und immer wenn ich es dann mal brauche, denke ich, ja fuck, welche Taste war das? Und dann mache ich es halt nicht mehr. Natürlich geht es mir so ähnlich. In der Regel braucht man es nicht, aber wenn sich die Ziele nicht bewegen, ist es auf jeden Fall hilfreich. Ja, dann kann man sich halt voll und ganz ums Drumrumfahren konzentrieren, das stimmt schon. Genau, so schaut's aus. Ja, jetzt hat er schon rund 1000 Schaden gemacht. Das ist, finde ich, richtig echt ordentlich für so einen Scout. Also echt Hammer. Das Team von ihm hat auch richtig gut gespielt. Ist nur noch ein Crusader übrig, so wie ich das sehe. Ja, das gegnerische Team war ziemlich schlecht. Und der schlecht, wird auch schon eingekreist.
Ja, aber auch richtig gute Leistung auch von ihm. Also, ja, haben gerade. Ja, das hat auf jeden Fall schön gespielt. Ich bin gar nicht der Scout-Spieler, also ich könnte das überhaupt nicht. Ich würde da gleich drauf gehen. Ich von auch, dem her, ja. Naja, mein also Respekt, kaum Schaden kassiert. Also, den meisten Schaden hat er durchs Rammen von einer Arti kassiert und da hat er die Arti damit gekillt. Also von dem her. Ja, das war's auch mit dem Match und da schauen wir uns doch jetzt auch gleich mal wieder die Statistiken an. Und ja, er hat 2721 Erfahrung bekommen, allerdings dreifach, war dreifacher Win an dem Tag, hat aber den Panzer gemeistert. Und er hat natürlich durch diese geile Aktion, wie er die Adi ausgenockt hat, noch einen Kamikaze bekommen. Und ja, dann schauen wir uns auch nochmal den Teamscore an. Und zwar, da sieht man sogar, dass er insgesamt im ganzen Match am meisten Schaden gemacht hat. 1024 ist hier Most Damage. Und da muss man dann auch mal sagen, Respekt an unseren Turtle Fighter hier. Und dann aber auch so ein bisschen, was haben die ganzen Tier 6er gemacht? Also 1000 Schaden müsste ja für einen Tier 6er kein Problem sein. Und da frage ich mich auch selbst im gegnerischen Team, was haben die denn da gemacht? Also da ja, das ist auf jeden Fall die richtige Bewertung dazu. Also 1000 Schaden mit einem Tier 6, wenn man dann mal schaut, die Su-100Y, ich meine, sie schießt nicht sehr schnell, aber wenn die trifft, sind alleine normalerweise schon 700 Schaden drin. Ja. Und da sollte auf jeden Fall über 1000 Schaden möglich sein. Und wenn man dann doch mit 1000 Schaden als Scout, was wirklich sehr, sehr gut ist, also Gratulation dafür, der Beste auch noch im Team ist, das heißt dann doch ziemlich viel. Ja, weil es sind zwei Tierstufen Unterschied als Tier 4 gegenüber Tierstufe 6. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber er hat irgendwas um die 30 Schüsse abgefeuert oder so, ne? Und, ja, mehr gucken, ja, da können wir uns nochmal den detaillierten Bericht anschauen. Das musst du auf jeden Fall erstmal treffen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Leistung, also kann man nichts dazu sagen, ne? Können wir nochmal drauf eingehen, genau. Also 33 Schüsse hat er abgefeuert, 22 Treffer, davon 19 Penetrations, wie gesagt, 1024 Schaden, das ist richtig ordentlich, wenn man ja bedenkt, ihr habt es gesehen, im Replay, wenn man da nur so rund 40 bis 60 Schaden pro Schuss macht, könnt ihr euch ja ausrechnen, das ist schon richtig ordentlich. Da muss man einiges treffen, auf jeden Fall. Ja, also richtig gut. Ja, Schaden durch Aufklärung hat er jetzt nicht so viel gemacht, weil er selber sehr viel Schaden gemacht hat. Ist ja dann okay. 2,29 Kilometer gefahren, ist auch eine ganz normale Distanz, denke ich mal, für so einen Panzer. Er hat 32.000 Credits eingenommen und ist ohne Premium. Mit Premium hätte er sogar fast 50.000 Credits gemacht. Also von dem her ordentliche Leistung. Genauso auch, was die Erfahrung angeht, da hätte er bis zu 4081 Erfahrung bekommen, mit durch das Dreifache. Also, ja, eine richtig, richtig gute Runde. Und an der Stelle kann ich von meiner Seite aus sagen, vielen Dank auch für das eingeschickte Replay. Und eine Aussage an euch da draußen, falls ihr euch auch darüber irgendwie freuen würdet, mal hier in so einem Replay-Video vorzukommen. Dann schickt uns doch einfach auch ein Replay von euch, wie das Ganze funktioniert. Das haben wir mal in einer Folge erklärt. Und zwar, die Folge ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wie gesagt, da steht dann alles, wie ihr das ganze Replay uns schicken könnt. Und ja, des Weiteren von meiner Seite aus war's das eigentlich. Habt ihr noch was zu sagen? Nö, gutes Match auf jeden Fall. Nochmal Gratulation an Spieler. Können wir auch nur nochmal Danke sagen für die Einsendung der Replays, die wir bisher erhalten haben. Wir freuen uns natürlich auf zusätzliche. Ja, bewerbt euch, schickt, was heißt bewerbt euch? Ihr müsst euch nicht bewerben. So viel haben wir jetzt auch nicht zu tun. Schickt einfach die Videos und wir werden es dann in Kürze veröffentlichen. Ne? Natürlich mit Kommentarstimmen, mit dem Fachkommentar unserer Seite. Ja. Das hoch angepriesene Kommentar. Was gibt's denn qualifizierteres als unsere Seite, ne? Ja, natürlich. Genau so sieht's aus. Ja, wie gesagt, in Link ist in der Beschreibung, wie das Ganze funktioniert. Und haltet euch einfach da dran. Und es ist einfach kein Problem, das uns zu schicken. Ja, so, jetzt aber genug der Worte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für die Einsendung des Replays. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.